Ich wünsche euch allen einen schönen Ostersonntag. Es freut uns, dass jeder hier dabei ist in der Bibeltreuen Baptistengemeinde. Wir haben immer noch diese Situation mit Coronavirus, deswegen müssen wir uns auf diese Art und Weise machen wir Videos und schicken sie jedem. Und ich hoffe, dass jeder einen Segen bekommt von dieser Osterpredigt und dass es für jeden etwas ist, wo er etwas mitnehmen kann. Ich bin auf der ganzen, mit vielen Menschen auf der Welt im Kontakt. Dieses Virus ist auf der ganzen Welt, wie alle wissen. Und dennoch tut uns das nicht aufhalten, die größte Geschichte aller Zeiten eigentlich heute miteinander zu miteinander zu feiern und eigentlich auch dieses große Fest, Jesus Christus, ist die zentrale Rolle unseres Glaubens und deswegen möchte ich gerne diese Predigt heute machen. Nun, ich möchte heute predigen über etwas, wo vielleicht nicht so sehr und von einem Blickwinkel, wo diese Osterpredigt vielleicht noch nicht so oft genommen wurde. Und zwar geht mir heute, der Titel dieser Predigt ist Der Kelch, der an Ostern getrunken wurde. Und so, wir alle trinken das eine oder andere Getränk. Und natürlich braucht man dafür einen Kelch oder einen Becher. Und wir für neugeborene Christen, wir Baptisten freuen uns speziell, dass Jesus Christus auferstanden ist. Vor 2000 Jahren ist die größte Geschichte, aus meiner Sicht die größte Geschichte, die es je gegeben hat, entstanden. Und Jesus Christus ist auferstanden, preis Gott. Und ich kann mich nicht mehr freuen darüber, dass er lebt. Wir haben Lieder, die singen, dass er lebt. Und wir preisen den Herrn dafür. Diese Geschichte wird, oder früher wurde viel mehr Filme gezeigt, heute weniger. Heute ist es ein normales Fest geworden, wo man vielleicht frei hat. Na gut, wir haben jetzt sehr viel zum Teil frei, weil wir im Homeoffice oder was weiß ich sind. Und dennoch glaube ich es schon, dass wir dieser Geschichte mehr Betrachtung geben müssen. Man darf eines nicht vergessen, die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Wir leben die Geschichte. Die Geschichte lebt weiter. Die biblische Ortsgemeinde gibt es schon seit 2000 Jahren. Die Organisation, die es am längsten gibt. Staaten kommen und gehen, aber preist den Herrn, die Bibel bleibt. Und wir möchten aufschlagen in Johannes 18, Johannes 18, Vers 1, Johannes 18, Vers 1, Johannes 18, Vers 1. Und so an diesem Osterfest wurde Jesus Christus ja gekreuzigt er ist am Mittwoch gekreuzigt worden und am Sonntag auferstanden. Und die Bibel sagt in Johannes 18, Vers 1, da Jesus solches geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, darin gingen Jesus und seine Jünger. Und sie gingen dort hin. Und als in Vers 2, Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen, die Schar und der hohe Priester und Pharisäer, Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antwortete ihm, Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Also sie machten genau das Umgekehrte und das zeigt uns, dieser Mann war sicher nicht nur ein normaler Mann, der einfach gestorben ist. Er war mehr. Warum sollen ganze Armeen zurückweichen, nur weil Jesus Christus spricht, ich bin's? Und sie, in Vers 7, da fragte sie abermal, wen suchet ihr? Sie sprachen, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich hab's euch gesagt, dass ich es sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen, auf dass das Wort erfüllt würde, welches er sagte, ich habe der keinen verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, der mir mein Vater gegeben hat. Und so, der Kelch ist, über was ich heute predigen möchte.
Es ist die größte Geschichte aller Zeiten und dieser Kelch ist eigentlich etwas, über was sehr wenige Menschen sprechen. Ich möchte nicht einfach irgendetwas predigen, was die Ostergeschichte, wo jedes Jahr ein bisschen verkündigt wird, sondern ich möchte euch wirklich, ich möchte jedem Einzelnen etwas geben, heute Morgen, das vielleicht mal von einer anderen Seite das anschaut. Und jeder, der einmal die Bibel durchgelesen hat, weiß, dass es einen Kelch gibt in der Bibel. Einen Kelch, der durch die ganze Bibel geht, von dem immer wieder gesagt wurde. Ja, und ich möchte einfach, dass ihr ganz schnell aufschlägt in Offenbarung 14, Vers 10. Offenbarung 14, Vers 10. Und die Bibel sagt in Offenbarung 14, Vers 10, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der eingeschenkt und lauter ist in seines Zornes Kelch, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und so, das ist nicht unbedingt ein positiver Kelch. Und viele Leute sagen, Moment, Prediger, hast du nicht vor, heute eine hoffnungsvolle Predigt zu predigen? Eine Predigt, wo man kann eine Hoffnung nehmen davon? Und die Antwort ist absolut. Aber manchmal, man muss zuerst einmal hören, was eigentlich dieser Kelch ist, bevor man weitergehen kann, um eine Hoffnung zu bekommen. Manchmal muss man auch verstehen, dass Gott schon seit über 6000 Jahren gewisse Warnungen gibt. Ja, wir in letzter Zeit, wir kriegen Warnungen, 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 und gewisse Menschen hören darauf und gewisse nicht. Aber die Tatsache ist, dass viele Menschen auf Warnungen hören, wenn sie von oberster Stelle kommt. Aber die oberste Stelle auf der Welt, die es gibt, das ist die von Gott. Und er warnt vor seinem Becher. Ja? Wenn du einen Becher hättest, oder wenn ich dir einen Becher geben würde, den du weißt, der nicht gut ist, wo du weißt, der ist vielleicht giftig, du würdest ihn wahrscheinlich nicht nehmen. Und trotzdem, die meisten Menschen nehmen es, und zwar aus freiem Willen wollen sie diesen Becher nehmen. Und genau darüber möchte ich heute predigen, dass das eben nicht so sein muss. Es gibt einen Ausweg. Man kann tatsächlich einen Becher nehmen, oder man muss diesen bestimmten Becher nicht nehmen, und diesen Kelch kann man tatsächlich vorübergehen lassen, und dafür ist die große Hoffnung. Und darum feiern wir Baptisten dieses Osterfest ganz speziell, weil wir feiern, ganz ehrlich, der Tag, den wir uns am meisten freuen, ist dieser Tag heute, wo wir wissen, Jesus Christus ist auferstanden. Und es gibt nichts Schöneres als das. Aber bevor wir weitermachen, lass uns nochmal beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Segne unsere Gemeinde. Schenk, dass wir etwas aus dieser Predigt nehmen können, jeder von uns. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass es ein Segen ist für jeden, der das hört und zuschaut. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass wir uns bald wieder in Freiheit versammeln dürfen. Wir bitten das alles in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Und so, wir nehmen diesen Text und wir gehen weiter in Johannes 18. Johannes 18, ich möchte einfach drei Punkte heute sagen. Und der erste Punkt, den ich möchte sagen, ist, der Kelch ist der Kelch von dem Zorn Gottes. Und vielleicht sagt man jetzt, okay, schon wieder jemand, wo ein bisschen Drohen bringt. Nein, 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 das ist keine Drohung, aber es ist eine Tatsache, dass es einen Kelch gibt. Es ist eine Tatsache, dass es Coronavirus gibt. Es ist eine Tatsache, dass es Krankheiten gibt. Das ist keine Drohung, es gibt Tatsachen, die kann man nicht verleugnen. Ja? Johannes 18, Vers 10, da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein rechtes Ohr ab, und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, strecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn. Und so, Jesus Christus war auf einer Mission. Viele Menschen haben immer wieder das Gefühl, er war nur ein guter Mann. Jesus Christus war mehr als nur ein guter Mann. Jesus Christus war mehr als nur jemand, der die Wahrheit predigte 3,5 Jahre lang. Jesus Christus war mehr als ein Zimmermann. Jesus Christus war auf einer Mission, und sein Vater im Himmel hat ihn auf diese Mission geschickt.
Sein Ziel war nicht, sich mit Schwerter loszubringen oder mit Schwerter zu kämpfen. Wenn er das gewollt hätte, er hätte jeden Kampf gewonnen. Er sagte später, als er im Kreuz war, ich könnte eine Legion Engel schicken, wenn ich wollte. Aber das war nicht das Ziel. Ja, er war auf einer Mission und er war auf einer Mission, um etwas Großes zu tun. Und so, wir möchten aufschlagen in Markus 14, Vers 34. Und so, wir sind eine bibeltreue Gemeinde und das bedeutet, die alte Lutherbibel ist unser Fundament und das kann jeder nachlesen. Es gibt nicht etwas, wo sie sagen, du hast nur die Wahrheit. Nein, die Wahrheit ist zu finden in Gottes Wort. Markus 14, Vers 34. Markus 14, Vers 34, und die Bibel sagt und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Enthaltet euch hier und wachet. Und ging ein wenig fürwas, fiel auf die Erde und betete, dass so es möglich wäre, die Stunde vorüberginge. Und sprach, aber mein Vater, es ist dir alles möglich, überhebe mich dieses Kelchs, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Und kam und fand sie schlafend und sprach zu ihnen, Simon, schläfst du? Vermöchtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachen und bete, dass ihr nicht in Versuchung fallen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und so Jesus Christus ging zu Gott, dem Vater, und er betete und er fragte, ob es möglich ist, dass dieser Kelch vorübergehen möge. Er hatte tatsächlich Angst vor diesem Kelch. Anscheinend war das, was er sah oder wusste, das kam, etwas sehr Großes. Und manche Menschen vergessen eines. Jesus Christus hatte keine Angst vor einem Kriegstribunal, vor einem Gerichtshof zu stehen. Jesus Christus hatte keine Angst, um irgendwie vor diesem Menschen zu stehen. Aber er hatte Angst vor etwas ganz Bestimmtem, und zwar vor diesem Kelch. Weil dieser Kelch ist wirklich etwas Schreckliches. Ja. Diese Welt ist voll Sünde. Und eines muss man verstehen, dass Gott tatsächlich einen Zorn hat. Einen Zorn hat auf Menschen, einen Zorn hat auf gewisse Dasein und einen Zorn hat für so viele Dinge. Ja. Viele Menschen verstehen nicht, dass das das Wichtigste ist überhaupt. Der Zorn Gottes ist etwas, was ein Mensch eigentlich verdient hätte. Aber der Zorn Gottes ist etwas, das über einen Menschen nicht kommen muss. Aber dazu später. Tatsache ist, was ist der Zorn Gottes? Nun, viele Menschen sagen, wo ist Gott, wenn all das, was passiert, passiert? Und ich erkläre ganz klar, was Gottes, wo Gott ist. Gott ist im dritten Himmel und er wacht über diese Menschen und er schaut sich ganz genau an. Und wenn man denkt, man kann einfach, jede Sünde interessiert Gott nicht, ist man schief gewickelt. Die Tatsache ist, dass eigentlich es nur eine Möglichkeit gibt und eigentlich, dass Gott jede Sünde sieht und es ist wie ein Becher, oder es ist wie eine Flasche, die in einen Becher geht und es tropft immer hinein. Und je voller der Becher wird, desto größer ist Gottes Zorn. Und wir möchten aufschlagen in Jeremia 25. Und das ist eine Stelle, die ganz wichtig ist, um zu erklären, was ist Gottes Zorn oder was ist Gottes Becher. Jeremia 25, Vers 15. Und da spricht die Bibel, denn also spricht zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher Weins voll Zorns von meiner Hand und schenke daraus allen Völker, zu denen ich dich sende, dass sie trinken, taumeln und toll werden von dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Und ich nahm den Becher von der Hand des Herrn und schenkte allen Völkern, zu denen mich der Herr sandte. Und so, dieser Becher ist voll des Zornes von Gott. Und es die Menschen taumeln und es ist gnadenlos, sagt Gottes Wort. Und so viele Menschen vergessen, dass dieser Kelch ein Kelch ist, der wahrhaftig voll ist von Gottes Zorn. Man sagt, das ist, was viele Menschen nicht verstehen. Sie haben das Gefühl, Gottes Schweigen ist Gottes Einverständnis.
Viele Christen vergessen das oftmals. Nur weil Gott schweigt, heißt es nicht, dass er einverstanden ist mit der Handlung, die du gerade hast oder tust. Ich glaube, in der Weltgeschichte wurde bis jetzt dieser Kelch zweimal ausgegossen. Wahrscheinlich zweimal. Das erste Mal bei der Sintflut. Und die Bibel sagt, in dieser Flut kamen alle Menschen, bis auf 8 Menschen, kamen ums Leben. Und das ist ein großer Zorn. Die große Sintflut kam auf diese Welt. Und alle Menschen starben, außer diesen 8 Menschen. Ich glaube, das zweite Mal, als Gottes Kelch oder Gottes Becher ausgegossen wurde, war vor 2000, ungefähr circa 2000 Jahren, als, oder 2020 Jahren, als Jesus Christus am Kreuz starb. Gottes Becher ist Gottes Zorn. Und dieser Becher ist seither wieder sich am Füllen. Und es ist wie eine Wolke, die über uns ist, die über uns da ist. Es ist fast, man kann es vergleichen, in China sagen sie gerade, dass dieser Smog plötzlich wieder auf, diese Glocke löst sich auf und man sieht den Himmel klar. Und eigentlich, wir sehen nicht mehr klar, weil es ist ein Becher, der über uns ist und der irgendwann auf diese Menschheit ausgegossen wird. Und das ist, was die Bibel prophezeit. Nun, man kann sagen, ich glaube der Bibel nicht, aber Tatsache ist, es wurde noch keine Prophezeiung in irgendeiner Form widerlegt. Die Bibel wurde weder wissenschaftlich, was sowieso wissenschaftlich, ich rede von beobachtender Wissenschaft, nie widerlegt. Die Bibel wurde geschichtlich nicht widerlegt. Nur weil Menschen sagen, und Menschen sagen viel, wenn der Tag lang ist, dass sie nicht glauben an die Bibel, heißt es nicht, dass die Bibel falsch ist. Und so, wir müssen verstehen, dass es einen Kelch gibt. Und jetzt sollte man nicht ausschalten und sagen, okay, schon wieder so viel Schlimmes und Sachen. Nein, ich möchte einen Ausweg geben. Es gibt tatsächlich einen Ausweg aus diesem Kelch. Es ist nicht so, dass du diesen Kelch trinken musst. Es ist nicht so, dass ich das tun muss. Es ist nicht so, dass ich von Gott gestraft werden muss. Es ist eine eigene Entscheidung. Aber eines kann ich dir sagen. An Ostern vor 2020 Jahren wurde Gott offenbart im Fleisch, Gottes Sohn, wurde einen Kelch ausgegeben. Und so der Kelch wurde auf Gottes Sohn runtergelassen. Das ist mein zweiter Punkt. Nicht nur gibt es einen Kelch. Und dieser Kelch, haben wir gelernt, ist der Kelch von Gottes Zorn, sondern es wurde dieser Zorn oder dieser Kelch wurde runtergelassen auf Gottes Sohn. Und kommt zu Johannes 19, Vers 28. Johannes 19, Vers 28. Johannes 19, Vers 28. Und die Bibel sagt in Johannes 19, Vers 28, danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllt würde, spricht er, mich dürstet. Du bist vor dem Kreuz und sagst, mich dürstet, aber na gut. Und da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn mit einem Isop oder um einen Isop und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigt das Haupt und verschiebt. Lasst uns zu Lukas 23 gehen. Lukas 23, Vers 44. Lukas 23, Vers 44. Und der Zorn Gottes ist etwas ganz Großes. Und das ist, was Jesus Christus gefürchtet hatte im Garten Gethsemane. Und es steht geschrieben, in Vers 44 von Lukas 23, und es war um die 6. Stunde, und es war eine Finsternis über das ganze Land bis an die 9. Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Das ist nicht normal, was dort passierte. Ein Tempel, es ist absolut abnormal, was dort passierte. Und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei und Jesus rief laut und sprach, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er.
Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, preiste er Gott und sprach: Für wahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Dieser Mensch war ein frommer Mensch. Aber ich glaube, er war mehr als nur ein frommer Mensch. Und alles Volk, das dabei war, dass sie zusahen, was da geschah, schlugen an ihre Brust und wandten wieder um. Also viele Menschen waren stolz auf, was sie taten. Sie haben ihn gekreuzigt, der Feind ist weg, alles ist jetzt gut, obwohl es war dunkel. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut war. Eigentlich, das war der schwärzeste Tag in der Geschichte dieser Welt, der schwärzeste Tag in der Geschichte dieser Menschheit. Es ist viel schlimmer als Coronavirus. Warum? Weil an diesem Tag ist Gottes Zorn auf seinen Sohn runtergebrochen. Das war ein Kelch, den der Herr trinken musste, wo er die ganze Sünde, und zwar vergangen wie Zukunft, alles auf einmal auf seine Schultern, auf seinen Kopf rübergegossen wurde. Das ist eine Geschichte, die man nirgends hört. Nicht in Kirchen, nicht in anderen Religionen. Jetzt sagst du vielleicht, warum bist du recht? Ich sage dir etwas. Jede Religion, die es auf dieser Welt gibt, verlangt, dass du etwas tust. Und darum ist jede Religion falsch. Ein Mensch kann sich selber nicht rechtfertigen. Und schon gar nicht vor Gottes Zorn. Schon gar nicht, wenn er selber Fehler gemacht hat. Und wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. In Markus 15, Vers 34. Markus 15, Vers 34. Und um die neunte Stunde rief Jesus laut und sprach: Eli, Eli, Lama, Asabtani. Das ist verdolmetscht: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Gott, an diesem Moment hat Gott der Sohn wurde verlassen von Gott dem Vater und Gott dem Heiligen Geist auf einen Touch. An diesem Moment ist er verlassen worden von Gott. An diesem Moment wurde der Zorn mit voller Wucht auf den Sohn runtergelassen. Und etliche, die dabei stunden, dass sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er rufe den Elia. Nein, er hat nicht Elia gerufen. Jesus Christus wusste, was jetzt passiert. Und da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn und sprach: Halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihm oder ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Niemand konnte diesen Kelch trinken und überleben. Niemand ist in der Lage, vor diesem Kelch zu bestehen. Das ist kein Becher, wo man nimmt, wo man einfach so trinken kann. Ich habe einen Mann gesehen, er wusste, er ist am Morgen zum Frühstücken gegangen, er hat seine Tasse Tee genommen und der eine hat vorher die Kanne gefüllt mit starkem Whisky. Und er nahm den Becher, ohne zu wissen, dass es Whisky war, trank es und fing an zu husten und er musste es ausspucken, er konnte es nicht trinken. Etwa so ist der Zorn Gottes. Du bist nicht in der Lage, eigentlich diesen Zorn zu trinken. Nur jemand war in der Lage, diese große Bürde auf sich zu nehmen, diese große Bürde nicht wegzurennen, und das war Jesus Christus. Weißt du, was die meisten denken, wenn sie über diese Geschichte reden? Sie sagen: Na gut, vielleicht ist er gestorben, ja, vielleicht sogar auferstanden, wer weiß das schon. Und das war's. Wir haben unseren Sonntagsgottesdienst gehabt, wir haben Ostern gefeiert. Manche sagen: Heute muss ich mal nicht in die Kirche an diesen Ostern. Wie schön. Okay, wenn du so denkst, dann musst du vielleicht denken, dass zu dieser Geschichte deutlich mehr gehört, als nur dieses einfache, ein bisschen irgendetwas hören von einem Pfarrer. Diese Geschichte ist weitaus mehr, als was ein Pfarrer oder ein Priester oder der Papst gibt. Das ist die Seite, die niemand hört. Und glaub mir, eine Kirche kann diesen Ding gar nicht nehmen. Eine Kirche ist nicht in der Lage, überhaupt nur ansatzweise das auf sich zu nehmen.
Eine Kirche ist niemals in der Lage, um die, wenn sie dieses Messeopfer machen, um diesen Kelch vom Gottes Zorn zu trinken. Das ist alles nur eine Show und ein Spiel. Aber das, was Gott gibt, gegeben hat seinem Sohn, ist kein Spiel. Die ganze Schande, die ganze Wut, alle Abtreibungen, alle Vergewaltigungen und das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist an diesem Moment über Gottes Sohn gegangen. Er musste tatsächlich alles auf sich nehmen. Wenn du von neuem geborener Christ bist, vielleicht hast du das schon einmal vergessen. Vielleicht hast du vergessen, was Jesus Christus für dich getan hat. Vielleicht vergisst du gerade in diesen Zeiten, dass es übrigens tatsächlich nicht so schlimm sein kann, als dass du musst für diesen Preis bezahlen. Und das ist eigentlich das Traurige. Das ist das, was ich persönlich schade finde. Ja. Und das ist passiert vor 2000 Jahren. Das ist etwas, von was niemand spricht. Das ist etwas, wo leider die Menschen nicht wollen hören. Das ist vielleicht etwas, was sie vielleicht nicht hören wollen. Das ist vielleicht etwas, was sie nicht sagen wollen. Und trotzdem ist es passiert. Wir haben Augenzeugenberichten. Wir haben einen Arzt, der davon berichtet. Wir haben einen Hauptmann, der davon berichtet. Wir haben einen Statthalter, der davon berichtet. Wir haben Jünger, die davon berichten. Wir haben 500 Menschen, die davon berichten. Irgendwann musst du zu dem Punkt kommen und nicht einfach alles wegtun, wo Menschen geschrieben haben, wo Menschen bezeugt haben. Genauso, wie wir nicht wegtun können, dass es irgendwie in einer Form ein Virus gibt. Es gibt Menschen, die haben es. Es ist wie der Holocaust. Es gibt Menschen, die laufen herum und sagen, es hat es nie gegeben. Nur weil ich den Kopf in den Sand setze, heißt es nicht, dass das, was mal passiert ist, nie gegeben wurde. Und es ist eine Tatsache, dass dieser Kelch von Gottes Sohn auf Jesus Christus geschüttet wurde. Nun, ich möchte dich nicht dort hängen lassen, sondern es gibt sogar einen dritten Punkt. Und wir möchten aufschlagen in Lukas 24. Lukas 24. Es gibt einen Schutz vor diesem Kelch. Du musst diesen Kelch nicht nehmen, weil eines habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Dieser Kelch wird noch einmal ausgegossen auf diese Welt. Er wird noch einmal ausgegossen werden. Und wenn er ausgegossen wird, dann gibt es entweder du hast den Schutz gegen diesen Kelch oder du hast ihn nicht. Lukas 24, Vers 1. Lukas 24, Kapitel 24, Vers 1. Aber an der Sabbat einen, sehr früh, kamen sie zum Grabe und trugen die Spezerei, die sie bereitet hatten, und etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grabe und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Und da sie bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen 10 Männer mit glänzenden Kleidern, und sie erschraken und schlugen ihr Angesicht nieder zu der Erde. Da sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenke daran, wie er euch sagte, da er noch in Galiläa war. Und sprach: Des Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder vom Grabe und verkündigten das alles den Elfen und den anderen allen. Das ist die Lösung. Nicht nur wurde Gottes Zorn über Jesus Christus herabgeleert. Er hat diesen Zorn genommen, er hat die Sünde genommen, er hat die Sünde weggeworfen und er kann deine Sünden wegwerfen. Du bist Christ, du sagst, aber was bedeutet mir das? Dass du endlich wieder lernst, dich reinzuhalten, indem du die Sünden auf ihn wirfst, weil er tut die Sünden wegwerfen. Wir haben einen Schutz vor dem Kelch von Gottes Zorn. Aber dieses hat nicht einfach jeder automatisch. Das ist das Wichtigste an dieser Geschichte, dass Jesus Christus auch verstanden hat. Er hat Hölle, er hat Tod, er hat Sünde besiegt. Das ist, was viele Religionen verneinen. Sie verneinen, dass Jesus Christus auch verstanden ist, was ihn zu Gott offenbart im Fleisch macht.
Jesus Christus hat diesen Kelch auf sich genommen. Aber Jesus Christus gab auch eine Lösung, wie man sich vor diesem Kelch in Zukunft schützen kann. Genauso wie in der Sintflut. Gott hat eine Lösung gegeben, das Boot oder das, die Arche. Und wer in die Arche ging, wurde errettet. Es gab nichts, was diese Arche unterbrachte. Kein Wind, kein Sturm, kein Wasser. Und die Arche, die Gott oder das Boot, das Gott gebaut hatte, jetzt ist Jesus Christus. Er hat den Zorn genommen und schützt jeden, der in ihm ist. Du sagst, jeder ist in ihm. Nein, nicht jeder ist in ihm. Und ganz sicher nicht. Komm zu Matthäus 20, Vers 22. Matthäus 20, Vers 22. Matthäus Kapitel 20. Vers 22. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisset nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde, und euch taufen lassen mit der Taufe, da ich mitgetauft werde? Sie sprachen zu ihm: Jawohl. Nein. Die meisten Menschen verstehen eines wie nicht. Du kannst diesen Kelch nicht trinken, aber eines kannst du sein. Du kannst Jesus Christus aufnehmen. Und wenn du ihn aufnimmst, du musst diesen Kelch nie trinken. Jesus Christus wusste bereits, als er auf diese Erde kam, dass er auf einer Mission ist. Auf einer Mission, den Kelch zu nehmen, damit andere ihn nicht nehmen müssen. Aber es ist wie so vieles. Wenn jemand etwas auf sich nimmt, dir die Möglichkeit gibt, du musst es nicht nehmen, wenn du nur mein Geschenk oder das, was ich dir gegeben habe, aufnehme. Wenn du akzeptierst, ich bin nicht gut genug, er ist gut, dann kannst du wirklich sagen, ich bin gerettet vor diesem Kelch von Gottes Zorn. Und das ist, was den Menschen fehlt. Jesus Christus ist auferstanden, er ist gestorben, er ist begraben. Die Bibel sagt, denn ich habe euch zuvörderst gegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, aber es ist ganz normal, dass wenn ich das nicht aufnehme, wenn ich nicht daran glaube, wenn ich es nicht will, weil ich lieber in die Kirche renne oder lieber gar nichts glaube, dann habe ich das, was er für mich getan hat, auch nicht empfangen. Dann fehlt mir dieser Kelch. Kommt zu 2. Korinther 5, Vers 21. Das ist die wichtigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Es gibt keine wichtigere Botschaft wie die. Es gibt nichts Wichtigeres zu hören wie genau das. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aber in ihm. Ich muss zuerst in ihn kommen. Du sagst, wie kann ich das tun? Du kannst beten. Du kannst Jesus Christus aufnehmen. Du kannst Gott ganz klar sagen, dass du im Unrecht bist, dass du falsch bist, dass es nur einen Gott gibt und nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Das ist der Grund, warum ich immer den Leuten sage, sie brauchen keine Kirche. Der Herr Jesus Christus hat diesen Kelch getrunken, damit du diesen Kelch nicht trinken musst. Denn Herr Jesus Christus hat diesen Kelch getrunken, damit du davon verschont bleibst. Preis den Herrn. Wisst ihr, das Problem ist, es gibt im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst diesen Schutz an oder du lehnst ihn ab. Du sagst, was brauche ich so einen Schutz? Du brauchst diesen Schutz, damit du selber verstehen kannst, dass du nicht von diesen Schmerzen nehmen musst. Lass uns Offenbarung nochmal gehen, Offenbarung 14, Vers 10. Ein Mensch kann auch entscheiden. Viele Menschen sagen mir, ich will nicht in die Hölle gehen. Wenn ich das und das tue, gehe ich in die Hölle. Nein. Es ist egal, was du in deinem Leben gemacht hast oder machen wirst. Ein Mensch geht nicht in die Hölle, weil er was Schlechtes getan hat. Ein Mensch geht vielleicht in die Hölle, wenn er den Zorn Gottes über sich bekommt. Warum sage ich vielleicht? Weil du nicht den Zorn Gottes auf dich bekommen
musst. Offenbarung 14, Vers 10. Der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der eingeschenkt und lauter ist in seines Zornes Kelch und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, Tag und Nacht. Man geht in die Hölle, weil man das Opfer, das Jesus Christus gegeben hat, nicht aufnimmt. Man geht in die Hölle, wenn man nicht den Herrn und das, was er für dich im Kreuz getan hat. Hey, das ist die größte Geschichte aller Zeiten. Ich muss nicht dahin. Darum ist es keine Drohung. Es ist nichts Schlimmes. Es ist nur schlimm, wenn ich sage, ich will es nicht. Weil ich bin selber selbstgerecht. Ich mache mich selber besser. Und das ist, was ich lebe. Das ist etwas, was ich lebe. Ich lebe dafür, um Menschen zu erzählen, ich bin nicht gut. Ich mache meine Fehler und alle meine Freunde und die mich kennen, wissen, dass ich genügend Fehler mache, dass ich mich auch aufrege. Aber ich bin geschützt vor dem Zorn Gottes. Ich bin geschützt vor diesem Kelch, der da einmal kommen wird. Weil ich habe das Opfer Jesus Christus aufgenommen. Vielleicht bist du ein von neuem geborener Christ. Was möchte ich dir sagen heute Morgen? Was möchte ich dir sagen heute an diesem wunderschönen Ostersonntag? Ich möchte dir sagen, dass du dankbar sein solltest als von neuem geborener Christ, dass dieser Kelch von Gottes Zorn nie über dich kommt, dass dieser schreckliche Kelch keine Chance hat, dass Gott nicht einmal diesen Kelch auf dich ausgießen will, weil alles, was er sieht, ist ein reiner Schirm. Die Bibel sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten ist, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, mein Fels und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Kannst du das sagen? Bist du heute Morgen so weit, wo du sagen kannst, ich habe den Schutz, den Schirm gegen diesen Kelch angenommen. Ich besitze ihn. Niemand kann ihn mir wegnehmen. Selbst wenn der Kelch ausgegossen wird, er wird über mich hinwegprassen. Wie beim Boot. Er wird einfach, die Meere und die Wellen sind irgendwo, aber nicht bei mir drinnen. Ich bin geschützt, ich überlebe es. Und wenn der Trubel und der Sturm vorbei ist, kann ich in Herrlichkeit leben. Das ist die Frage heute Morgen. Das ist die Frage, ob du sagen kannst, dieser Kelch ist für mich bereits bezahlt worden. Ja, ich hätte es verdient. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich bin schlecht. Ja, als Christ, ja, ich hätte es verdient. Aber kannst du sagen, nein, ich habe ihn nicht, weil ich habe den wahren Schutz, weil Jesus Christus vor 2000 Jahren genau das auf sich genommen hat, damit ich es nicht auf mich nehmen müsste. Das beste Beispiel, du bist vor einem Richter. Er sagt dir, ihre Strafe ist 10 Millionen. Du sagst, ich kann es nicht zahlen. Und dann kommt ein Dritter, ein reicher Mann, und sagt, Richter, hier ist die Zahlung. Und dann sagst du, nein, von dem will ich es nicht, weil ich glaube nicht, dass du es hast. Er sagt, hier steht es geschrieben, ich habe die 10 Millionen. Nein, ich glaube das nicht. Dann musst du selber büßen. Warum? Du weißt, du hast es nicht. Du weißt, du hast den Preis, kannst du nicht zahlen, um diesen Kelch zu widerstehen. Jesus Christus schon. Weil Jesus Christus konnte es auf sich nehmen und abladen. Das kannst du nicht. Du musst für ewig büßen. Warum? Und das ist die größte Geschichte aller Zeiten. Das ist, was wir heute feiern, erlebt. Er hat es alles überwunden und er hat es uns zur Verfügung gestellt. Jetzt ist nur noch eines, wer den Sohn aufnimmt, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen er gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Was braucht es? Ich muss glauben an seinen Namen. Ich muss ihn aufnehmen und ich muss endlich lernen, dass ich meine Werke nicht genügend sind. Und dann kann ich ewiges Leben haben. Diese Geschichte hat ein Happy End. Diese Geschichte hat einen Prinzen, der gekommen ist als Ritter und den Schutz übernommen hat. Den Schutz, der gekommen ist. Und diese Geschichte
hat aber nur dann ein Happy End, wenn ich das Opfer für die Sündenschuld, das Opfer annehme, damit Gottes Zorn niemals auf mich kommt und ich nie davor Angst haben muss. Ich möchte nochmal beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diese Predigt. Ich möchte dich bitten, dass jeder, der es hört, aufnimmt. Dass jeder, der es hört, sich zu Herzen nimmt. Dass jeder, der es hört, wirklich denkt daran, was hat Jesus Christus am Kreuz getan. Vater, ich möchte dir danken, dass ich es aufnehmen durfte. Ich danke dir, dass ich es erkennen durfte, dass ich kein guter Mensch bin. Und dass ich für diese große Schuld jemand brauche. Und ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast, um für mich zu sterben. Und Vater, ich möchte dich bitten, segne du diese Gemeinde, segne jeden, der das hört. Und schenke jedem, dass er Hoffnung und Mut bekommen hat. Und ich bitte das alles in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Ich bin froh, dass du zugehört hast, dass du dabei warst. Und ich möchte, dass du weißt, dass meine Tür offen ist. Du kannst jederzeit auf mich zukommen, wenn du Fragen hast. Und ich wünsche jedem einen schönen Ostersonntag. Ich wünsche jedem, dass er eine Zeit kann haben mit den paar Familienangehörigen, wo man sich treffen kann. Und ich wünsche mir für jeden, dass er dieses Opfer aufnehmen darf. Vielen Dank und schönen Sonntag. The ship of life was going down. Then Jesus came in my distress. Don't call me lucky, call me blessed. Don't call me lucky, call me blessed. This life of mine's no chance success. I know Jesus is my happiness. Don't call me lucky, call me blessed. I've ears to hear and eyes to see. I've got a precious family. A place to lay my head and rest. Don't call me lucky, call me blessed. Don't call me lucky, call me blessed. This life of mine's no chance success. I know Jesus is my happiness. Don't call me lucky, call me blessed. Blessed are the meek and lowly while on this earth they trod. Blessed are the poor in spirit, for we know that they'll see God. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Don't call them lucky, call them blessed. Don't call me lucky, call me blessed. This life of mine's no chance success. I know Jesus is my happiness. Don't call me lucky, call me blessed. I know Jesus is my happiness. Call me blessed.